So, das heißt, wir haben eigentlich fast schon keine Wahl mehr, als über diese Brücke zu gehen. Außer einen Blick unter die Brücke zu werfen, um zu sehen, dass nichts ist. Uns diese Quelle hier anschauen. Hier eine Nische finden, in der nichts ist. Mal ein Quicksave machen. Und mal gucken, ob das die Gruppe war, die öfter wieder auftaucht. Kann auch sein, dass das mit der Goldedition mal rausgepatcht wurde. Weil ich spiele ja die Goldedition, wo auch Kapitän Dielbrack mit reingekommen ist. Aber nee, hier spawnt auch nichts Neues. Das heißt, wir können hier drüber weiter. Und noch mehr Gobbos. Oh, Gobbos, die Gardisten töten. Bei meiner Angst. Folgt mir. Attacke. Ihr. Wird lustig, wie sie gerade mit dem Speer versucht zu schießen. Was ist mit mir gerade los? Ich habe gerade getitelt. Stimmt, hier war eine Goblin-Patrouille, die es auf ein paar Wachen abgesehen hatte hier. Also Wachen und ein Edelmann. Denen wir leider nicht helfen konnten. So, da sind die Einbären, die wir von den anderen Flussufern aus gesehen haben. Mein Atem geht ruhig. Wir sehen schon wieder mehr Goblins hier. Also ja, wir bahnen uns ganz langsam unseren Weg. Du hast noch genug Pfeile und du hast genug Bolzen.
Archon. Also ein Druide. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr besucht diese Gegend zu einer wahrhaft interessanten Zeit. Wusstet ihr eigentlich, dass in manchen Kulturen die Redewendung "mögest du in interessanten Zeiten leben" ein Fluch ist? Das zeigt wohl, dass intelligente Lebewesen die Langeweile schätzen, während sie die Abwechslung fürchten. Ich ziehe das Abenteuer der Langeweile vor. Dann liebt ihr wohl die Angst. Nun, sie ist tatsächlich eine faszinierende Gefühlsregung. Sie tritt in vielen Gestalten auf. Manchmal verwechselt man sie mit Hass oder Wut. Aber lasst mich euch nicht aufhalten. Ich glaube, ihr habt doch eine Verabredung, wenn mich nicht alles täuscht. Und flupp ist er weg. Er erinnert mich etwas an den Druiden in Anfluss der Zeit. Da steht noch jemand auf der Brücke. Das Flüsschen hier ist eingetrocknet. Es könnte sogar derselbe Druide gewesen sein, nur dass der Druide ein ganzes Stückchen düsterer aussah als dieser hier, aber ja, Aussehen ändert sich. Könnt ihr es riechen? Der drückende Gestank verdorbener Kreaturen, die allen Friedlichen nach dem Leben trachten, liegt in der Luft. Sie besudeln alles, was sie berühren. Sie plündern, rauben, zerstören und morden, wo immer sie auftauchen. Was würde ich für ein Unwetter geben, das sie alle von Dedes Antlitz hinwegfegt? Er scheint sauer zu sein. Doch dass auf das Schicksal nicht zu hoffen ist, das weiß ich nunmehr allzu gut. So ist es wohl an mir, Ankoron Falken gerade die Geschicke wieder in gerechte Bahn zu lenken. Ich hätte dies auch längst versucht, wenn auch nur der Hauch einer Chance bestanden hätte, bis zu ihrem ogrischen Anführer durchzudringen. Ohne den ihm hörigen Goblin-Schmutz auf den Plan zu rufen. Das sind harte Worte. Scheint, als hegt ihr einen persönlichen Groll mit diesem Oger und seiner Bande. Weder eures sowie das Leben anderer scheint euch noch sonderlich viel zu bedeuten. Nehmen wir mal die 1. Mag sein, aber meine Gefühle sind nicht mehr von Belang. Hier geht es um mehr. Manche Dinge dürfen niemals ungesühnt bleiben. So auch das, was dieser Haufen Abschaums dort unten verbrochen hat. Ich war des Nachts fort auf der Jagd tief in den Wäldern. Ich hatte gerade meine Beute vor mir, als eine böse Vorahnung mein Herz ergriff. Ich ließ ab von meiner Beute und rannte so schnell ich konnte zurück zu meiner Sippe. Erst bei Tagesanbruch erreichte ich mein Dorf und was ich dort im kalten Morgen Licht vorfand, riss meine Welt in Stücke. Meine Sippe, die Häuser geplündert und niedergebrannt, ganze Familien, jeder meiner Freunde ermordet. Seit diesem Moment dient mein Leben nur noch dem Ziel, diese Untiere zur Strecke zu bringen. Tut mir leid, das zu hören. Ich wünschte, euer Verlust könnte ungeschehen gemacht werden. Ich kann euch nur allzu gut verstehen. Ich werde euch im Kampf gegen den Oger helfen. Hier ist also das Ogerlager. War ja nicht so schwer zu finden. Na, nehmen wir bei Anteil. Spart euch eure Mitgefühl, das stellt die alte Ordnung auch nicht wieder her. Wenn es euch wirklich leid tut, was meiner Sippe widerfahren ist, dann helft mir, Gerechtigkeit zu üben. Folgt mir, ich möchte euch etwas zeigen. Seht, dies ist der Zugang zu ihrem Lager. Über dieses ausgetrocknete Flussbett betreten und verlassen sie ihr Loch. Worauf warten wir dann noch? Nutzen wir die Gelegenheit und greifen das Lager an. Sehr gut, das wird den Hauptmann sicher interessieren. Ihr meint, der Hauptmann der Stadtwache haben die Rosenohren sich also endlich entschlossen zu handeln. Dann bringt die Kunde und kehrt dann mit seinen Männern zurück. Ich werde hier warten und weiter beobachten. Moment, von einem Angriff habe ich nichts gesagt. Mag sein, aber ihr seht nicht wie jemand aus, der Gefahren scheut. Außerdem gibt es sicher einiges zu holen. Eigentlich kann es mir gleich sein. Ich werde Rache nehmen, ob mit oder ohne euch. Ja. Seine ganze Sippe grundlos auf einen Schlag zu massakrieren. Wir sollten Ankoron helfen, mit diesem dreckigen Ogerpack abzurechnen. Ja. Erstatte dem Hauptmann Bericht. Also für das Lager der Plünderer. Ich habe einen seltsamen Elfen namens Ankoron getroffen. Er hat mir den Eingang zum Lager des Goblins gezeigt. Er liegt in einem ausgetrockneten Flussbett. Dieser Ankoron scheint eine persönliche Rechnung mit den Plünderern offen zu haben. Ja.
Ich weiß jetzt, wie man das Lager der Plünderer betreten kann. Diese Information wird den Hauptmann sicher interessieren. Ja. Das wird uns dann auch mehr Abenteurerpunkte geben. Hier wächst Belmard und Wirselkraut. Sacken wir das doch auch mal ein. So, also gucken wir mal. Das Lager ist hier unten. Oh, hier ist noch irgendwas. Noch mehr Würstelkraut. Also ja, da können wir nicht lang. Wir haben, glaube ich, aber schon ja die Goblins da unten entdecken können. Jedenfalls ein Teil der Goblins. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, weiterzuziehen oder halt zurückzugehen. Ich wäre aber erstmal für zurückgehen. Dieser Karren sieht allerdings auch nicht gut aus. Der sieht aber nicht so aus, als ob er von Goblins überfallen wurde. Und hier geht's dann weiter. Über den Fluss, okay. Nee, das hier sieht echt aus. Wie Drachenangriff eigentlich. Die Leute wurden regelrecht verbrannt. Also der Drache kam von vorne. Hat wahrscheinlich den Baum hier, also von hier irgendwo, hat den Baum umgeschmissen. Und hat dann seinen Feueratem in dir. Also so sieht das jedenfalls aus für mich. Und wir hatten ja schon unseren Spaß mit einem Drachen. Was heißt also Spaß? Wir haben ihn aus der Entfernung gesehen. Ja. So, sammeln wir erstmal hier. Ich merke gerade auch, mehr Sinnesschärfe zoomt die Karte weiter raus. Gut, das heißt, wir erstatten dem Hauptmann Bericht. Gucken, ob irgendwo noch mal eine Goblin-Patrouille auftaucht. Naja, das Einzige, wovor wir uns bei Gobbos in Acht nehmen müssen, sind ihre Schamanen und ihre Fernkämpfer.
Ogre haben wir auch schon ein paar geprügelt, also ist das auch eigentlich kein Problem.